Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Minecraft, dem Episode aus like 3506. Der mal wieder vergessen hat, die Playlist anzumachen. Beim letzten Mal haben wir ein paar Häuser gebaut, ein bisschen am Haus rumgebaut, ja so gesagt. Oh, fängt schon gut an. Und man sieht, ich habe ein Texture Pack installiert. Das ist Fex, PureBD Craft. Und genau jetzt spinnen meine FPS rum. Und zwar 64x64. Und ich habe die Diamantrüstung jetzt komplett verzaubert. Ja. Abgesehen von den Schuhen und der Hose hätte ich eigentlich was Besseres gerne gehabt, aber macht nichts. Passt auf jeden Fall. Zudem sieht man, ich habe hier ein Seil in der Hand. Dabei, weil ich habe nochmal geguckt. Oh. Nach der Tierischen. Nach der Hühnchen und der Schwänchen. Und ich habe auch welche gefunden. Und das war eine Arbeit, die Herzruhe, ne? Ich war irgendwie. Achso, und ich habe einen neuen Mod installiert hier. Voxels Dings Map. Da sieht man jetzt Berghaus. Hotel. Hui. Die hinterlassen auch so einen Strahl nach oben. Wie so ein Beacon. Und jetzt scheint es halbwegs flüssig zu laufen, ja. Am besten ich regel nochmal die. Die Sichtweite ein bisschen runter. Was stehen hier für? Balanced, Power Saver, Max FPS. Machen wir einfach mal auf 60. Ich weiß nicht. Sagt ein F3. Wo steht denn das da oben? Used Memory, 4% von. Das teilt auf jeden Fall 8 GB. So wie es sich gehört. Aber ich glaube, das ist meine Grafikkarte, die es nicht packt. Na, baut sich auf. Nee. Da muss ich mal meine Grafikkarte umschauen. Wir gehen wieder auf Vitra. Da scheint die FPS wenigstens stabil zu sein. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, dass meine Grafikkarte irgendwie eventuell bald mal ein Upgrade bekommt. So, da sind die Hühnchen und die Schwänche. Also noch ein Pipe. So, zudem möchte ich gleich nochmal zur Monsterfalle. Und die da mal ein bisschen ausmisten. Warum laufe ich hier rüber? Ach genau. Da oben machen wir nämlich gleich mal einen echt geilen Übergang. Und was mir auch aufgefallen ist, wir müssen hier eventuell noch eine Pistenkonstruktion reinmachen. Dass hier, wenn wir hier draufstehen, noch ein oder zwei Bücherregale runterkommen, weil wir können nur bis Level 28 Maximum verzaubern. Finde ich nicht geil, deswegen mache ich das hier zu. Ja, genau deswegen. So. Machen wir zuerst. Ich würde mal sagen, wir bauen den richtig geilen Übergang. Man konnte ja. Ah, ne, das schaue ich jetzt nicht nach. Man kann ja auch irgendwie mit Redstone und sowas. Ist ja was drin. So einen Code machen mit Knöpfen und dann klick, klick, klick und dann zack und dann offen, aber das werden wir nicht tun. Wir nehmen dich mal. Haben wir noch Zäune? Nee. So. Ich habe zum Glück ein bisschen Tropenholz gefarmt. Nein, nicht gefarmt, aber. Ich habe Tropenholz. So, ich finde die Voxels Minimap übrigens ziemlich cool, wenn man jetzt mal darauf achtet, wie die aussieht, wenn wir hier drin stehen. Und wie es gleich aussieht, wenn wir nach oben gehen. Also man muss einfach mal darauf achten, wie die Map sich ändert. Ich kann einfach mal so machen. Da sieht man es, okay. Ah, schau mal. Jetzt sehen wir das aus weiter oben. Ziemlich cool. Ziemlich awesome. So, jetzt muss ich mal schauen, wo würden wir denn da rauskommen? Axt, tell me the secrets. Das heißt, wir müssen hier die Treppe wegschlagen. Wir müssen auf allen Seiten die Treppe wegschlagen. Ah, verdammt.
weil wir müssen hier ja auch noch. Okay. Dementsprechend Dings dran machen. Geländer. Ja, dann kommen da Treppen hin und dann. Zack. Eine hatte ich dabei, passt. So. Hier fehlen auch noch Schilder dran. Sehe ich gerade. So. Hier oben ist zwar nicht so viel beleuchtet. Aber passt schon. Haben wir noch so einen Tageslichtsensor? Ich glaube ja fast nicht, wa? Unter Redstone müsste das. Ne, unter Sonstiges. Komparator. Verstärker. Oh Gott, wie waren die? Ja, ihr wisst, wie man die brauchen will, ne? Dafür sollte ich eventuell mal Not Enough Items installieren. Falls das war, womit man die Rezepte sieht. Wir brauchten Netherquarz. Ich mal lieber das. Ich glaube weder Cleanstones oder Stufen. Wenn ich das jetzt noch wüsste, dann. Oder war das Holzslabs? Ich glaube, das waren Holzslabs. So. Ah, mal schauen. Huch. Nee, oder so. Och, wofür gibt's Google, wa? Wie. Huch. Die Minecraft-Wiki. Tool Safety-Wiki. Mainpage. Daylight. Daylight Sensor. Dankeschön. Wie macht man den. Ach, Glas fehlt. Das war schon mal fast richtig. Ein netter Versuch. Aber wir haben kein Glas mitgenommen. So, an sich brauchen wir nur einen. So, und die Slabs. Tageslichtsensor. Sehr gut. Danke, Firefox. Ja, ich benutze Firefox. So, wie machen wir das jetzt? Jo. Wenn ich wüsste, wie das war. So, ich glaube, dafür brauchen wir erstmal noch ein bisschen Redstone und Redstone-Lampen. Redstone-Lampen waren Glowstones mit Redstone drumherum. Ah, haben wir noch. Sehr gut. Wir brauchen noch Redstone. Ich mal zwei Stacks mit. Eine Redstone-Fackel. Verstärker kann nicht schaden. Dann schauen wir mal. Wie war denn das doch mal? War das komplett außen rum oder? So irgendwie. So war das, ne? Ja, genau. Ah, nice. 16 Stück, ich weiß nicht, ob das reicht. Aber wir nehmen trotzdem erstmal nur so viele mit. Weil es soll irgendwie sein mit Redstone unter dem Ding. Also mit einer Redstone-Fackel. Dass das dann geht. Ich bin mir nicht sicher, weil ich mich damit halt nicht auskenne. Oh, zudem ist hier, glaube ich, gar nicht genug Platz hier vorne. Ne? Ja, das müsste hier sein bei minus 9,75. Minus 9,75 ist hier. So, weil hier können wir ja dann dementsprechend noch ein Loch einschlagen. So, ja, da habe ich, das ist gut. So, was für Essen wäre nicht schlecht. So. Da war das so. Ich weiß, dass das Tageslicht dann so dahin muss. Gerade am überlegen, wie man es vielleicht unschwer erkennen kann. So, du müsstest jetzt rein theoretisch aus sein. Ne,
Videos an. Du bist aus, wenn es Tag ist, glaube ich. Ich glaube, das muss doch ein weiter runter. Weil das Redstone ja nicht sichtbar sein darf. Würde das überhaupt funktionieren? Rein theoretisch? Rein terroretisch? Ich mach das einfach mal. Warte, dann kann der ja so dahin. So, zack. Dann den Holzklotz da weg und dann. Da muss ein Repeater hin, ne? Oder? Nee. Ich glaube, der Block da musste gepowert werden, der da ist. Probieren wir es mal auf eine etwas andere Art und Weise. So, wir stellen hier einen Block hin. Und hier einen Verstärker. Sollte das doch rein theoretisch? Jawohl. Das ist die Frage, geht das Ding gleich aus oder bleibt das Ding an? Und werde ich hier jemals wieder rauskommen? So, jetzt ist die Frage. Ich gehe hier aber erstmal raus. So ist es ja nicht. Genug Licht sollte eigentlich gleich drauf scheinen. Oder war das einfach mit normalem Redstone? Mit normalem scheint auch zu gehen. Verstärkt sich das Ding durch den Repeater von selbst? Say what? Ach, weil der Block da gepowert wird, natürlich. Ah. Jetzt ist die Frage. Es wird stärker, ne? Richtig. Wenn ich jetzt die Fackel da hinstelle, dann bringt das gar nichts. Wie born this? Wird es echt wird es stärker oder wird es schwächer? Müssen wir mal gleich mal drauf achten. Oder brauche ich hier nicht so ein Flipflop oder wie das Ding da heißt? Das weiß ich gerade gar nicht. Es wird stärker. Also ein Flipflop im Sinne von, ich brauche erstmal mehr Platz. Im Sinne von, hier kommt ein Block hin mit einer Fackel dran. Und hier ebenfalls eine Fackel. Sollten die nicht eigentlich ausgehen? Oder mache ich da gerade was falsch? Jetzt habe ich eine Glocke gemacht. Eigentlich sollten die doch ausgehen. Oder brauche ich dann Repeat dafür, ne? Oder muss ich das so machen? Like die schlau. Genau, weil jetzt kriegt der ja keinen Saft mehr quasi. Weil das Signal ist. Ich würde es eigentlich ganz gerne mal kurz Nacht machen. Tut mir leid. T slash time set 20.000. Und jetzt geht die Fackel an. Sehr gut. Nice. Like the understands, ey. So, das heißt aber, wir brauchen mehr Repeater. Und zwar um einiges mehr an Repeatern. Da
ist die Frage, muss der Daylight Sensor oben so drin stehen oder kann ich den rein theoretisch auch ein runtersetzen, dass der dann quasi im Boden selbst, also direkt auf dem Boden ist? Das ist die nächste Frage. Dafür werden wir gleich nochmal kurz nachtschieben. Slash time set 0. Ah ne, so geht auch. Sehr gut. Weil da würde ich einfach Glas drüber setzen und Ende. Aber ich glaube, der braucht ein bisschen länger, bis er angeht, oder? Timeset 0 sollte eigentlich... Ja, brenne du Schwein. Hi, ne? Okay. Okay, dann passt das ja, aber ich möchte da ehrlich gesagt keinen der Erdblöcke drin haben. So. Okay, dann nehmen wir den Holzblock hier. Diesen naheliegenden. Zack. Okay, dann nutzen wir den auch gleich als Ausgangspunkt. Ich kann natürlich überall mehrere Daylight-Sensors hinmachen und bla bla. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Dann mache ich mir lieber ein paar Repeater. Mit ein paar meine ich einige. So, Cleanstone. Oh, verdammt. Cleanstone sollten wir sowieso noch in der Energy-Chest haben, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich mache mir einfach mal einen Steckrepeater. So. Dann brauchen wir aber noch mehr Sticks. Zack. Zack. Ah, ja, okay, ein halber davon hätte auch gereicht. So. Zack. So, ich meine, jeden Repeater mehr gemacht, das heißt, wir haben auch noch mehr auf Lager. So, wir haben zwar nur 15 davon, aber davon machen wir uns jetzt auch gleich nochmal ein paar mehr. Zack. Machen wir so. Auf die altmodische Variante. Der restlichen Glowstone heben wir uns erstmal auf. So, brauchen wir natürlich wieder mehr Redstone dabei. Weil ohne Redstone geht gar nichts. Was ich aber mal wegtun könnte, wäre das. Du kommst mal lieber mit, das kann weg. Die Erde nehme ich mit, das kann weg. Die Fackel kann mit, weg. Das und das. So. Machen wir mal nach oben. Okay. Ab welchem Bereich dürfen wir denn nicht mehr in den Boden? Ab 979. Bis 529. Ich könnte ja auch einfach an jeder Ecke ein Loch einschlagen. So. Und hier vorne ist sowieso klar, ab hier vorne bei den Dings. Okay, ich darf bis hier hingehen, das ist gut zu wissen. So. Ich hätte jetzt eigentlich gerne einen Light-Level-Mod. Warum auch immer ich keinen mit installiert habe. Na, ich würde sagen, 3, 4. Ja, jede vierte so ein. 3, 4. So. Die Axt können. Brauchen wir eigentlich alles außer die Spitzhacke. So. Herpidöp. Zack. 1, 2, 3, 4. Hier. 1, 2, 3, 4. Hier hin. So, wie viel Abstand habe ich denn da zu dem Dings? 1, 2, 3, 4. Dann 2. Sekunde. Hier sind 3. Ja, okay.